Hallo, hier ist Herbert Herrmann, wieder der Häuserspezialist aus Echterdinge. Ich bin heute in Zitzishausen im Meiseweg. Da gibt es eine 3-Zimmer-Wohnung, die ist zum Verkauf. Also, und die muss ich jetzt mal inspizieren. Und da nehme ich sie wie immer mit hin. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Schautelein, da sind wir gleich im Flur. Jetzt dann hinterherum, da dahinter ist so ein Abschilding. Wir gehen jetzt als allererstes in die Küche. So, die Küche, die gehört den Mietern. Wobei die super da reinpasst, könnte man eigentlich auch drin lassen. Aber da muss man ja dann mal schwitzen. Da haben wir dann ein Fenster und da kann man ausgucken zum Eingangsbereich. So, Küche ist mal schon fertig. Also ein praktischer Arbeitsplatz, passe zwei Reihen rein, eins rechts, eins links. Dann gehen wir links rum ins Wohnzimmer. So, das ist im Grunde ein Wohn-Essbereich, das sind eigentlich zwei Teile. Der Bereich hier und dann diese Seite. Ist jetzt ein großer Raum. Ich gehe mal darüber, dass man es besser sieht. Ist auch gut hell. Hinter vorne sowohl Fenster als auch Balkon. So, hier möchten wir dann aus. Einmal ziehen. So. Das sind Kunststofffenster. Also braun in weiß. Dann haben wir hier den Balkon. Ein recht großer Balkon. Sieht man vielleicht die Umgebung noch ein bisschen. Hier haben wir auch einen Tisch. 1, 2, 3, 4 sind wir da. Und da vorne, jetzt gehe ich mal darüber. So, da kann man dann einen Blick auf den Dings werfen. Das hier ist der Parkplatz, wo dieses Autochen steht. Der gehört mit zur Wohnung. Gucken wir hier nochmal rum. So, dann geht es wieder rein in das Wohnzimmer und hierzu. Gucken wir nochmal da durch, so jetzt. Und dann gehe ich raus, da vorne ist die Haustür, also die Eingangstür. Da haben wir einen Abstellplatz dahinter, glaube ich. Ja, so war es im Plan. Und hier geht es ins Gärtchen, da können wir nicht rein. Dafür rüber durch den Flur, nach links ins Bad. Bad ist ein Baujahr, typisches Bad mit, aber es hat Dusche und eine Badwanne, die nicht benutzt wird, aber sie ist da. Innenliegendes Bad. Der oberste Abzug, der funktioniert. Und dann drehen wir es nochmal um. So. Dann geht es hier wieder raus. Blick rückwärts, da vorne ist die Küche. Da sind wir hergekommen. Dann haben wir hier im Zimmer, da gehe ich jetzt am besten mal rein. Licht. Licht geht. Ja. Das ist ein Jugendzimmer aktuell. Großes Fenster. So rum. Mehr gibt es da eh nicht zu sehen. So, und dann gehen wir noch ein Stück weiter nach hinten. Da haben wir dann noch ein Schlafzimmer. Das ist ja
ein bisschen kleiner und es hat, ich drehe mich dann mal um, so rum, ups, muss ich aufpassen, das hat einen Balkon, gucken wir gerade kurz raus, so, das ist ein Südbalkon. Vor mit dem entsprechenden Sichtschutz von später die Straße. Ich kann mal jetzt am Nachbarraum gucken. Da sind wir hergekommen und das habe ich jetzt verhuddelt. So, jetzt wieder. Ups, dann gehe ich lieber wieder rein und machen wir da die Tür wieder zu. Passt. Wunderbar, das war schon alles. Machen wir da raus. Licht aus. Deckel zu. Und dann ist da vorne linksrum auch wieder der Ausgang. So, und das Treppenhaus. Wenn Ihnen die Wohnung gefällt, dann lassen Sie mich das wissen, meine Kontaktdaten sind ja da unten. Und dann können wir einen Termin vereinbaren und können Sie vor Ort besichtigen.